habe dir einen Schlüsselsatz zu Vintage Story. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen auf Sticksuche begeben, weil wir ein bisschen Quarz geholt. Und dann machen wir ja normale Quarzgläser. Coole gegossene Gläser oder gebackene Gläser. Immer noch nicht fertig. Weil ich brauche der Holz überhaupt nicht gerade. Echt bloß Sticks. Oh, muss man die Büsche da ein bisschen drummen. Oh ja, wieder viel Dinger ausgerückt. Ich das so Ding machen. Ich habe es jetzt länger noch gerückt. Zum Wissen. Also wenigstens über die ganzen Setzlinge gescheit gerückt. Bin gerade über studieren, ne? Braucht man extrem viel Sticks, wir können es halt nicht anders machen. Das ist das nächste. Aber einziges Positive, es sind ziemlich viel so schön am Rand. Bis zum geht nimmer. Die zwickt man noch nicht, das ist dann auch wurscht. So. Wieder zwei Stigos. So 40 Sticks hätte ich schon gern. Das sind aber ziemlich viele Rundlinge. Jetzt liegt da fast gar nichts so rum direkt. Bring mal. Rundlinge habe ich noch nicht. So, was wir noch brauchen. Ich muss schon mal 10 Fenster machen. Gläser, wie gesagt. Ah, da haben wir es. Brauchen wir sowieso immer wieder. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Wenn alle viel Glas vom Ding verballern. Frage, was ich eher noch, wieso kann mir eigentlich keine Erden abbauen, die wo schon was Ackerboden hat? Das ist echt ein bisschen schlecht. Jetzt mal so sagen. Wie man sieht, ich hab da schon ein paar gemacht und auch schon ein paar einer da. Und Oma da. So. Oder so ein Quarzstück. Habe ich die klarer Quarz gekriegt? Ich habe klarer Quarz gekriegt. Mit den. Dann schmelzt man dann einfach.
Er konnte nicht mehr machen. So, dann schauen wir, wie weit das gelangt. Schaut es da aus? 2, 4, okay, da braucht man noch ein bisschen. Ich habe herausgefunden, dass wir für das Glas den Hochofen brauchen. Deswegen habe ich jetzt einmal vorerst Ding abgeschmissen. Unseren Smoke, unseren Kohle-Dings da hinten. Na schau. Es ist immer noch nicht. Das ist so brutal. Du wachst länger aus wie das und das ist fast fertig. Kannst du dir mal vorstellen. Das ist unser Gießkorn. 30% noch drin. Gießkorn noch ein bisschen. Smoked nur, da braucht man damit hingehen. So, der Fruchtbar hätte er einfach. 6 Chevys außer Smoked. So. Jetzt wird auch voll sein, unser Ding. Und schon wieder haben wir kein Essen mehr. Ah, jetzt mit der Struggle beim Essen, da ist es so nervig. Du kannst nur so viel essen, du wirst niemals so viel haben. Du kannst nur so viel essen, aber es wird nie reichen. Habe ich das Gefühl. Jetzt sind wir nicht gelangen für das andere. Ziegel gebrannt. Dann brauchen wir doch bloß 4. So, da kommt das hier. Kommt das drauf. Haben wir jetzt den Quarz rein komplett. Ist der klar? Okay, 24 kann man maximal eine da. Haben wir halt noch keine Holzkohle. Jetzt wollte ich noch warten und dann geht es mit dem Glas richtig los. Wo ist unser Hocke eigentlich? Eine Harke. Darum auch schon ein bisschen Bohnen rein, oder? So, jetzt ist im Moment noch trocken das Ganze. Gießen wir jetzt mal. Gut. Und wir dazu aber glaube ich nichts so hochpflanzen könnten. Haben wir das nicht kultiviert?
Meere. Ist ein bisschen doof. Die Pillen müssen das eigentlich genauso geben, weil es ist ja nicht bloß entweder Sammelgut oder Dings, das ist ja. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen scheiße. Ich jetzt schon sagen, lass mich mal kurz einen Schluck trinken. So. Ich bin eigentlich dafür, dass wir wieder auf die Jagd gehen, dass wir wieder ein bisschen Essen haben. Aber bei uns ist halt einfach fast nichts mehr da. Ich kann mal noch bei uns hinten im Loch schauen, ob da der was Gesellschaft gekriegt hat. Ob die überhaupt so da drin ist. Natürlich ein Dauerlaufer. Leider, aber ich muss überleben. Ich muss überleben. Fleische. War einziges Fleisch oder Tropfte. Ich habe nie mehr Holz zum Verbrennen. Nächste. Aber gar nix. Aber gar nix. Ich hab noch ein bisschen Holz. Ganz gut. Was haben wir nun? Das ist schon ein bisschen ein Problem so. Ein bisschen Bären auch noch. Oh, wo ist denn den Kohl da? Bringt der 300. Ja, nochmal 300. Ja, das lassen wir da drüben, weil hier wegkommt bloß im Inventar. Es schmaugt immer noch. Ich hab natürlich mal schauen. Wenn ich mich an den Quarz gehört, da war glaube ich ein paar Ziegen. Auf Dauer ist das ja auch schmarrn so. Man könnte es ja züchten, das war ja nicht das Problem, glaube ich. Was züchten kann, aber das Schlimme ist, dass du immer für alles irgendwie Metall brauchst. Ein bisschen affig finde ich einfach. Oder nicht immer alles, was mit Metall zum da heutzutage. Oder früher halt auch nicht. Oder? Wir haben es jetzt gemacht, bevor es den kam. Da ist es auch nicht Waffe mit Dingen. Waren jetzt die zwei da? Man merkt, dass wir überhaupt nichts aushalten.
Lass mich mal nicht so schauen. Ich hab's ja gesagt. Machen wir es jetzt so. Hoffen wir, dass die 17 Fleischsträume gelangen. Ich eigentlich ungern nur mal noch ein Viech umbringen, wo so nah da ist. Aber im Prinzip kann man es ja züchten. Und dann da. Aber ich glaube, dass es mega schwierig ist insgesamt. Und es ist, das Problem ist, dass es mega schwierig ist. Egal was du machst, ist es dann mega schwierig. Wenn es nur ums Überleben geht, ist es mega schwierig. Weil jetzt schau doch mal, es ist noch. Du kriegst Dinkelkörner, aber du kannst eigentlich keine Dinkelkörner gleichzeitig zahmen. Du kannst einfach keine Dinkelkörner essen, sondern die einfach aus Samen benutzen, wenn es mir lassen darf. Aber es lässt ja nicht. Es ist halt unlogisch. Wenn es in echt so ist und du in Nähe echt groß erwähnst mit dem, musst du es also machen, dass es wie in echt ist. Einfach kein Platz mehr für das ganze Zeug. Will mal weg. Brauchst du einfach jetzt auch nicht. Ich kann eigentlich brauchen, das ist wieder kein Holz da, gell, ja, genau. Und mal schnell einen Bampf rein. Das braucht sowieso noch bis morgen. Hier ist noch richtig was. Braucht leicht noch bis morgen. Oder mein Holz fällen, ein bisschen Holz machen. Was ist das schon? Dann können wir wenigstens in der Zeit brauchen. So. Oh, was? Da ist Holz. Was ist der? Da oben. Gut, dann nehmen wir das Fleisch drüber und muss das auch mal wieder ein bisschen gelangen. Ja. Ich werde es in jeden Fall machen, das ist das nächste. Das ist das Hauptding gerade. Das Kupferding können wir mal da hinten rein. Da. Ja, ja, wenn wir halt nicht das Ding hätten. So. Gehen wir nochmal runden gießen. Was übertreibe auf dem Gießen da drin. Zum Beispiel kannst du das auch wieder wahrscheinlich irgendwie machen, dass du den rauskriegst. Sind wir noch nicht fertig. Das ist das erste, was oben reinkommt. Eine fresh Karotten. Was braucht der K? Schauen wir, ob das da drin was wird.
Das ist im Prinzip schon lang fertig, sei hier. Man merkt, dass es einfach kein fruchtbarer Boden ist. Merkst du einfach sofort. Dann funktioniert sowas halt auch nicht gescheit. Ja, es wird ja schon wieder Nacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, habi deri.